Ja, bei dem neuesten Pokémon-Update gehe ich auch davon aus, dass das einfach integriert hat, dass das Event, mit dem dann Hooper reinkommt, das neueste legendäre Pokémon, dann halt irgendwie schon mal integriert wurde. Also das Pokémon selbst war ja schon integriert in den Spielen. Das haben die Hacker schon gefunden. Aber wahrscheinlich das Event, wodurch es dann reinkommt, dass es dann irgendwie noch Leute was dazu sagen, wie du es dann kriegst und so weiter und so fort. Ich denke mal, das wurde jetzt durch den neuesten Patch hinzugefügt. Oder es hat irgendwas mit Pokémon Z zu tun, aber das wäre eigentlich ein bisschen früh dafür. Ich denke mal, auf E3 werden wir eine Ankündigung bekommen, dass jetzt im Herbst wieder eine neue Pokémon-Edition, die Special Edition zu X und Y, dann rauskommt. Und dass da dann vielleicht irgendwelche Spezialversionen von den Pokémon wieder zur Verfügung sind, die man dann nur in dem Spiel erhalten kann. Alter, Leute! Ich war Erster! Das kann nicht wahr sein! Aber dafür ist, glaube ich, zu früh. Ich glaube, dann würde das Update auch erst irgendwie im Herbst so kommen, weil sonst würde man jetzt eventuell schon die Special-Formen und Co. schon ein bisschen teasern. Beziehungsweise spawnen. Also ich glaube, es hat auch irgendwas mit dem Hooper-Event zu tun. Interessiert mich aber nicht so großartig, weil ich habe das Spiel seit dem Release nicht mehr, seit dem Let's Play nicht mehr angehabt. Also habe ich von den Updates auch nicht mehr ganz so viel mitbekommen. Könnte kotzen. Aus irgendeinem Grund ist er nicht gedriftet. Und ich habe nicht gesehen, dass er nicht gedriftet ist, weil der Bildschirm voll mit Tinte war. Also sind wir nochmal kurz vorm Ziel auf Platz 8 runtergefallen. Und da kam eine Rakete, aber die erwischt uns erst nach dem Ziel. Ja, Zygarde soll verschiedene Formen bekommen, hoffe ich. Denn die jetzige, die es gibt, die sieht ziemlich scheiße aus. Als ich das Video das erste Mal gesehen habe, habe ich mir so gedacht, oh mein Gott, sieht das hässlich aus. Ja, ich weiß, dass du der Maxi bist, das habe ich noch im Kopf. Ist ja nicht das erste Mal, dass du mitfährst. Oh, New 3DS spricht das Thema nicht an. Ich habe das Ding im Februar bestellt, es ist immer noch nicht da. Im Februar habe ich es bestellt. Also spricht das Thema die 3DS XL nicht an. So, was haben wir denn hier noch? Haben zwei Japaner dabei. Von den Punkten her sind wir irgendwie die schlechtesten, wenn ich das gerade richtig sehe. Das ist nicht so ganz so toll. Egal. Fahren wir einfach weiter. Ich denke mal, du fährst gar nicht mit, oder? Oder meinst du deinen Namen? Das wäre nämlich Dominik, aber im Game bist du ja, denke ich mal, nicht. Der Iggy da hinten, der tut mir schon fast leid, wenn ich da mal auf die Map gucke. Tut mir der Iggy echt schon fast leid. Den habe ich gleich überrundet. Aber was soll's. Und Stern, der wird ihm jetzt bestimmt voll viel helfen. Der wird da bestimmt noch nach vorne kommen. Hat der Iggy jetzt eine richtige Chance, ihn vorne mitzumischen? Boah, in diesem Spiel sind die Tintenflecke echt nervig teilweise.
Da verdrifte ich mich jedes Mal. Unfassbar. Na, aber unser Vorsprung hat er zum Glück ausge... Oh, jetzt hat er eine Rakete. Damit kommt er, glaube ich, trotzdem nicht mal mehr auf Platz 11. Das tut mir echt ein bisschen leid. Wir hatten zum Glück so einen großen Vorsprung, dass das Verdriften bei den Kühen keinen großen Nachteil mit sich gezogen hat. Toll. Hat's jetzt, war jetzt voll das spannende Rennen. Gerne nochmal, bitte. Ich würde mich aber über eine spannendere Strecke freuen. Ja, gut. Dann halt nicht. Dann nehmen wir halt wieder Zufall. Kingdom Hearts 3 kommt dieses Jahr zu 100% nicht, das kann ich euch sagen. Weißt du, selbst Final Fantasy 15 hat dieses Jahr noch kein Release-Datum. Und dazu wurde schon krass viel gezeigt. Das hat sogar schon eine spielbare Demo. Also, ich denke mal, Final Fantasy 15 wird zum Weihnachtsgeschäft und Kingdom Hearts 3 nächstes Jahr. Ich glaube sogar erst zweite Hälfte nächstes Jahr rauskommen. Damit würden sie sich auch selbst Konkurrenz machen, wenn sie zwei Japano-RPGs, ich meine, die sind natürlich vom Spielstil schon unterschiedlich, aber sind ja trotzdem beides RPGs. Wenn sie zwei RPGs von derselben Firma zur selben Zeit rausbringen würden, das wäre halt einfach schwachsinnig. Deswegen wird Kingdom Hearts definitiv nächstes Jahr rauskommen. Ich tippe eher auf Weihnachtsgeschäft 2016. Ich mal alle vorbei. Ich will vorne sein. Mario, ich habe gesagt, du sollst vorbeilassen. Mario! Vergiss das nicht, ich bin in jedem neueren Mario-Spiel der Endboss nach dem Endboss, ja? Also behandle mich nicht wie Dreck. Ich bin quasi der kommt, wenn Bowser besiegt ist, ja? Der kommt, wenn Bowser besiegt ist, so. Der Rest war eben schwachsinnig. Ich bin Bowser in Super Saiyajin-Form quasi. Mach dich fertig. Okay, eigentlich macht Mario uns jedes Mal fertig, aber das soll ja keiner wissen. Erstmal müssen wir an unnötig Peach da vorne vorbei, ansonsten wird das nichts. Unnötig Peach. Wow, danke unnötig Peach, hab ich den Drift versaut. Danke unnötig Peach. War eine ziemlich unnötige Aktion von dir. Boah, Bowser, jetzt nerv nicht. Alter, jetzt hat uns Bowser auch den Drift versaut. Meine Fresse. Ja, geil, Achter, super.
So. Ja, wir sind jetzt zu viert gefahren, einfach aus dem Grund, damit nicht so viele Items kommen. Deswegen sind wir jetzt zu viert gefahren. Das habe ich jetzt einfach so beschlossen, dass wir zu viert kommen sollen. Kommt One Piece am 14. 19. Nee, One Piece kommt im August, ne? Kommt Ende August raus. Und Piece kommt Ende August. So, jetzt sind wir ja schon zu sechst. Da kann man ja schon wieder vernünftig fahren. Ja. Gut, machen wir einfach irgendwas random. Ja, die Hälfte der Fahrer ist schon mal anwesend. Sicher, dass für Pirate Warriors 3 noch kein Termin gegeben wurde? Ich hatte 28. August gelesen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich mit Splatoon machen soll. Das ist ja immer noch so eine große Frage, weil ich bin mir nicht sicher, ob es gut wird oder nicht. Und ich will halt kein Let's Play zu starten, wenn es mir halt nicht gefällt. Aber ich will jetzt auch nicht privat anfangen und dann irgendwann mittendrin ins Let's Play starten. Das ist auch scheiße. Deswegen habe ich, wie gesagt, noch nicht so wirklich die Ahnung, wie ich es denn jetzt machen werde. Leute, ernsthaft. Oh, ich hasse den. Ich hasse den jetzt schon. Ich bin jetzt schon dreimal abgeschossen, der Vollidiot. Kack, Alberto. Warum heißt du Alberto? Du kommst aus den USA. Das ist ein, keine Ahnung, ist das ein italienischer Name, Alberto? Ne, eigentlich auch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Es ist irgendein Name. Hör auf, diesen Namen zu haben. So. Das wollte ich ihm damit mitteilen. Okay, kommen wir da dran. Ja, hat funktioniert. Kriegen wir den Rossi da noch? Mal schauen. Auf jeden Fall haben wir den Gumba weggekloppt. Das war schon mal praktisch. Der wird uns nicht mehr nerven. Hör weg, Rossi! Du hast hier nichts zu suchen. Nein! Kackpflanze! Na egal. Zweiter ist auch gut. Ich glaube, wenn ich die Pflanze nicht gerammt hätte, hätte ich es geschafft. Ach, ich breche eigentlich ungern Let's Plays ab, deswegen. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das Splatoon geil wird. Deswegen. Es gibt viele Leute, die das mega hypen, aber ich bin mir echt nicht sicher, ob das gut wird oder nicht. Naja, egal. Ich werde es dann ja sehen. Ist ja noch ein Monat hin, bis es kommt. Kann man dann ja noch mit abwarten. Bis dahin werde ich mich entschieden haben. Limited Edition habe ich auf jeden Fall. Also, den Splatoon Amiibo, diesen kleinen Woodling, den habe ich. Aber ob es mir was bringen wird, sieht man dann. So.
Ich hasse diesen Rossi, ne? Ich hasse ihn so. Der ist so ein Vollidiot. Ich hasse dich, Rossi! Geh weg! Geh nach Spanien und trauer, dass du nächste Dingens Runde mit deinem Barcelona und im Finale mit Real Madrid rausscheiden wirst. Rausscheiden vor allem. Ey, du scheidest voll raus, ey. Gut. Oh oh. Ja, warum? Musstest du diese scheiß Banane in dem Moment werfen? Alter. Ich hasse es. Ich hasse es so. Nicht der Baum! Kack, Baum im Weg. Ja, da müssen wir uns mit dem dritten Platz abfinden. Besser als nichts. Nein, Knochen-Bowser ist nicht leichter als der normale Bowser bei Nintendo. Der hat einen, Bowser ist ja gar nicht dick. Bowser hat einfach nur schwere Knochen. Und das sieht man an Knochen-Bowser. Am Gewicht. Ich glaube, ich gehe jetzt raus übrigens, nur mal als Vorwarnung. Ich hoffe, du hörst es noch rechtzeitig mit der Verzögerung.